Nach 8 anstrengenden Tagen hier in Spanien mit richtig, richtig vielen tollen Jagderlebnissen ist die Jagd jetzt zu Ende. Ich muss sagen, dieses Erlebnis in Spanien ist eins meiner größten, das ich je gehabt habe. Nicht nur wegen der Jagd und der Trophäe, sondern auch wegen der Menschen, der Kultur und die ganzen Umgebungen an sich. Das Gelände hier in Spanien unterscheidet sich sehr. In dieser Region, wo wir jetzt sind, haben wir auch ziemlich offenes Gelände, das von Agrar geprägt ist, aber was alles jetzt verlassen ist. Es sind alte Häuser da vorhanden noch, die vor ungefähr 80 Jahren verlassen worden sind. Und besonders in diesen Regionen hält sich das Steinwild sehr oft auf, da es sehr weit äugen kann. In anderen Regionen war es mehr steil, richtig steiles, bergiges Gelände, sehr steinig. Aber da wir von der Höhenlage her selten über 1400 Meter gewesen sind, sind immer noch viele Büsche und Bäume vorhanden. Beim Spotting, sag ich mal, aus dem Tal aus, wenn man die Tiere finden soll, findet man sie relativ einfach, da sie oft in Freiflächen liegen. Das Problem ist jedoch, wenn man sie dann anpirscht, verliert man sie aus den Augen und muss versuchen, jetzt nah genug dran zu kommen. Ich hatte mit Daniel, meinem Jagdführer, besprochen, ich würde gerne einen kapitalen, älteren Steinbock schießen. Kapital nicht groß, sondern Kapital alt. Und diesen haben wir auch gleich am ersten Tag ansprechen können am Berg. Doch da es zu dieser Jahreszeit oft so ist, dass die männlichen Tiere sich in großen Rudeln zusammenziehen, ist es schwer, nah genug an die Tiere ranzukommen. Heute ist unser 5. Jagdtag. Wir haben 4 Tage am Berg verbracht. Die meiste Zeit haben wir eigentlich damit verbracht, im Tal uns hin und her zu bewegen mit dem Fahrzeug, um zu sehen, wo die Steinböcke sich aufhalten. Mehrmals haben wir an den Bergen gesessen, mehrere Stunden die verschiedenen Hänge beobachtet. Und heute, an unserem 5. Jagdtag, finden wir endlich die männlichen Stücke, die ganz oben am Horizont haben sie sich niedergetan, eine Gruppe von ungefähr 40 Tieren, wo ganz starke Böcke dabei sind. So, ich bin jetzt ziemlich gespannt. Man spürt sofort, die Stimmungskurve steigt dermaßen an, nicht nur bei mir, sondern auch beim Kameramann da hinten und bei Daniel. Alle sind happy, weil wir haben sie endlich gefunden, die Steinböcke, die wir jetzt seit 4 Tagen schon suchen. Small. Small. Small ones, babies. Rifle safe. You just see the horns. Huh? It's him, huh?
I don't see him. I don't see him. He's down there. Yeah, the other one is looking back there. He's behind the bushes. He's down. I think he's down. Look at the other animals. He's not in the group, huh? Heute ist unser siebter Tag am Berg. Wir haben 7 Tage gebraucht, um diesen einen Steinbock zu finden. Daniel und ich, mein Outfitter hier aus Spanien, sind 6 Tage rumgefahren in den Schluchten, haben Steinböcke gesehen ohne Ende. Riesenrudel, weil in dieser Jahreszeit, wie vorher auch schon gesagt, ziehen die männlichen Stücke zusammen und ziehen in Riesengruppen rum. Diese eine Gruppe besteht aus ungefähr 20 Tieren, wobei ein ganz kapitaler, grande Macho, in der Gruppe dabei ist. Und Daniel wurde noch viel aufgeregter als ich in der Situation und sagt, grande Macho, Paso Negro, heißt schwarze Schulter, hat sich tierisch aufgeregt. Wir sind hier nach vorne gekommen, nach einer unheimlich langen Pirsch unten und haben hier von diesem Fleck aus 200 Meter, gehen wir mal von aus jetzt, wie ich das sehen konnte, im Glas einen perfekten Schuss antragen können. Kurze Fluchtstrecke hinterm Busch und der Steinbock ist nicht weitergezogen mit dem Rudel. Wir gehen stark davon aus, dass der Bock jetzt da oben liegt. Thanks, my friend. This is the exactly point of shoot. Go to the track. I remember here the group. Very good. Very good, huh? It's all nice, huh? How old is he, Daniel? I think it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 years. 10 years old. That's a perfect age, isn't it? That's it on the top? Yeah. And this is typical beastsidus. Like, yeah. He's very wide, he's very open. He's very open. The difference of the rest of the species of ibex in Spain, of the Besiete ibex, is up, one curve, open, very open, and a little bit to the back. Ich hatte eine Erwartung, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Jagd innerhalb von wenigen Tagen überstanden sein wird, weil das Gelände ziemlich offen ist. Es ist nicht ganz so steil wie andere Bergjachten und eignet sich dadurch auch für ältere Jäger oder Jäger, die nicht ganz so fit sind, um hier mal die Bergjagd anzufangen. Was mich überrascht hat hier in Spanien, sind halt die kulturellen Dinge, das Essen und die Gastfreundlichkeit der Jäger. Wir haben in der Werkstatt Böcke gesehen, von denen habe ich nicht geträumt. Kapitale Böcke von 600 Gramm hängen irgendwo zufällig in der Werkstatt rum. In der Tankstelle drin, beim Zahlen hängen Keilerwaffen direkt an der Kasse. So, es ist ein Jagdland mit großen jagdlichen Traditionen.